Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der uns vorliegende Antrag der Piratenfraktion verfolgt das Ziel der Koalition von CDU und SPD, in Berlin ein allgemein zugängliches und kostenfreies WLAN aufzubauen, und daher begrüße ich Ihre Initiative außerordentlich. Wir werden heute noch im Anschluss einen Antrag von SPD und CDU behandeln, mit dem der Senat aufgefordert wird, über eine Bundesratsinitiative auf eine einschränkende Klarstellung zur Störerhaftung der Betreiber von WLAN-Netzen hinzuwirken. Auch dieser Beschluss verfolgt das Ziel, über die Einbeziehung privater WLAN-Betreiber den Aufbau eines allgemein zugänglichen WLAN-Netzes zu erreichen. Das ist ein Qualitätsfaktor für das Leben unserer Stadt und ist ein Standortfaktor für unsere Wirtschaft, besonders die Tourismusindustrie, denn ein frei zugängliches WLAN ist auch für die Besucher unserer Stadt attraktiv. Der jetzt vorliegende Piratenantrag enthält die Aufforderung an den Senat, die Dächer von landeseigenen Gebäuden für die Installation der notwendigen technischen Anlagen zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich wohl um Router und Richtfunkgeräte. Richtig daran ist, dass wir zum Aufbau eines flächendeckenden WLAN-Netzes eine geeignete Infrastruktur in der Fläche der Stadt benötigen. Die Versuche des früheren Senates, dieses unter Verwendung der Laternenmasten und Ampeln aufzubauen, sind leider gescheitert. Ob und inwieweit nun Liegenschaften des Landes geeignet sind, bedarf der genauen Prüfung. Denn wir wollen nicht dasselbe Desaster erleben, das sich damals abgespielt hat. Wir werden daher im Rahmen der Behandlung des Antrages im Ausschuss einige wichtige Fragen sorgfältig erörtern müssen. Ist das technisch, was Sie vorschlagen, aber auch konzeptionell geeignet, ein flächendeckendes WLAN aufzubauen und möglicherweise andere private Initiativen einzubinden, wie beispielsweise der Wall AG, die ja jetzt einen Projektversuch durchgeführt hat mit sehr nennenswerter Resonanz? Welche Kosten werden anfallen für die Installation, Wartung, Instandsetzung und den Rückbau etwaiger Anlagen? Müssen wir darüber reden. Wer ist der Betreiber der Router und des Netzes und wer haftet als Betreiber? Was ist die Rolle des Landes? Welche Haftungsrisiken bestehen und welche Kosten entstehen? Welche Rechtsform ist geeignet, um die Zusammenarbeit des Landes mit den WLAN-Betreibern zu organisieren? Welches sind die technischen Kompatibilitätsstandards und wer definiert sie? Wer hält Zugang zu den Routern auf den Dächern der Gebäude und wer trägt die Verkehrssicherungspflichten dort? Und schließlich, welche Implikationen bestehen für den Datenschutz? Ich freue mich auf jeden Fall auf eine konstruktive Diskussion zu diesen Fragen und zu Ihrem Antrag in den zuständigen Ausschüssen und bedanke mich herzlich.